Glück auf und herzlich willkommen zum Derby aller Derbys. Und das zum ersten Mal als Weltpremiere in der virtuellen Welt. Tim Latka und Nassim Boudjelab wollen heute Geschichte schreiben und den ersten virtuellen Derby-Sieg der Geschichte holen. In FIFA 20 wird gespielt, das Ganze ein Showcase der deutschen Fußballliga, Bundesliga Home Challenge. Unsere Jungs zu Gast im virtuellen Stadion der Andersfarbenen. Tim Latka, der Vertreter unserer E-Sports-Abteilung, unser FIFA-Profi. Und sein Gegner heute ist Eldin Todorovac, zu dem später mehr. Tim Latka, sehen wir gerade, stellt seine Mannschaft auf. 4-4-2 mit offensiven Außen bis jetzt. Burgstaller und Kutucu vorne. Vielleicht ändert er ja noch was. Boudjelab spielt auf jeden Fall. Raman auf den Außen. Serdar, Mercan, Miranda, Tja, Kabak und Caligiuri in der Abwehrviererkette. Alex Nübel im Tor. Ganz wichtig zu wissen, die spielen beide im 85er-Modus. Das heißt, alle Spieler haben die gleiche Stärke. 85 nämlich. Das ist wie Formel 1 fahren, wenn alle im selben Auto sitzen. Jetzt kommt es wirklich auf die Spielstärke desjenigen an, der den Controller in der Hand hat. Und da vertrauen wir natürlich Tim Latka, 21 Jahre jung. Bürgerlich Tim Schwartmann. Sein Spitzname Latka, den hat er von einem tschechischen Fußballer, Martin Latka, der bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Da sagt er, das ist in dem Augenblick natürlich ihm noch nicht im Kopf gewesen, dass er mal so berühmt würde in dieser Szene. Und da hat er sich einfach damals diesen Namen genommen, weil er den irgendwie cool fand, Latka. Spitzname ist jetzt Laddi, so wird er von allen gerufen und nennt sich auch selber so. Ansonsten hätte er natürlich eher eigentlich einen Schalker-Spieler nehmen können, aber da war es schon zu spät. Da hatte der Name Tim Latka sich schon festgesetzt in der Szene im 04. Jahr Profi beim S04. Schalke-Fan seit der Jugend in der Kurve gestanden und unsere Jungs im echten Leben angefeuert. Und heute wartet er, 17.10 Uhr soll es losgehen. Bin mal gespannt, wie pünktlich die sind im virtuellen Raum. Eldin Todorovac ist ein 16-jähriger Österreicher. Wir wissen nicht allzu viel von ihm. Die Jungs aus der Nachbarschaft haben ja keine E-Sports-Abteilung und haben sich den also irgendwie, naja, nicht verpflichtet, weil sie haben ja keine Mannschaft, aber sagen wir mal, zur Hilfe gerufen. Ja, damit es vielleicht eine Chance gibt, gegen Tim Latka zu gewinnen. Soll ein großes Talent sein. Dieser Eldin hat schon mal häufiger, sagt Tim Latka, 30-0 gespielt in der Weekend League. Ihr wisst das, 30 Spiele übers Wochenende, alle gewonnen. Das ist dann die große Nummer, wenn du da durchkommst und sagen kannst, okay, mich konnte keiner schlagen. Dann wirst du belohnt mit diversen guten Spielern und anderen Dingen. Und auch Tim Latka hat mal so angefangen, damals waren es ja noch 40, der hat sogar 40-0 an einem Wochenende mehrfach geschafft. Und er sagt, dieser Eldin, das ist bestimmt schon ein guter, das könnte heute die schwerste Aufgabe sein, aber es ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für Tim Latka. Er will unbedingt das Derby gewinnen, sowohl sein Spiel als auch dann in der zweiten Partie Nassim Boudjelab gegen den anderen Profi, also echten Fußballer von Borussia Dortmund. Das wird sein Ashraf Hakimi. Zum Warmmachen erstmal mit Nassim Boudjelab. Ein paar Distanzschussversuche. Nassim ist einer, mit dem hat Tim Latka schon zweimal großen Erfolg gehabt. Zum Beispiel beim 2-1 gegen Wolfsburg, lag er zur Halbzeit 0-1 hinten und dann waren zwei Tore des virtuellen Nassim Boudjelab, die ein 2-1-Sieg für Tim Latka erbracht. Los geht's, das erste virtuelle Derby. Wir wollen den Derby-Sieg, denn auch virtuelle Ehre ist Ehre, oder? Tim Latka im Angriff. Wir sehen jetzt doch, dass es in der Arena stattfindet, bei uns also. Eigentlich war in den Spielpaarungen immer Dortmund als Heimmannschaft genannt worden.
Miranda kommt über links, nimmt Serda mit. Mercan. Levo Mercan sucht die Anspielstation. Die Dortmund haben aufgepasst, kommen über Azar. Hakimi stellt sich natürlich bestimmt auch selbst auf im nächsten Spiel. Der Profi der Fehlfarbenen. Bei den Amateuren, sage ich mal, gibt es häufig, habe ich mir sagen lassen, viele, viele Tore in FIFA 20. Aber bei Tim Latka waren die Ergebnisse noch nicht so hoch. Er hat gegen Wolfsburg gespielt und gegen St. Pauli und einmal mit 1-0 und einmal mit 2-1 gewonnen. Da ist schon viel Spielkontrolle dabei, wenn du das kannst. Kaum sage ich das, geht der Ball jetzt aus und Azar wirft ein. Im echten Leben das Spiel in der Arena, das Derby in dieser Saison 0-0 ausgegangen. Jetzt einen klaren Handelfmeter für uns geben müssen nach dem Handspiel von Azar. Der Pfostenschuss von Serda. Also wenn einer das Ding hätte gewinnen müssen, dann wir. Aber es blieb beim 0-0. Sauber hinten rausspielen, nicht nach vorne bolzen. So würde es auch David Wagner gerne sehen, so wie es Tim Latka hier macht. Serda. Ucelap. Und der Versuch, mit der Hacke da Burgstaller einzusetzen. Guerrero kommt über links, Zagadou in der Innenverteidigung. Bafunta, wer ist das? Mit der 44 bei den Gästen. Ahmed Kutucu. Schick Burgstaller. Noch keine Torchance. Virtuelle 20 Minuten sind rum. Gleich also ein Viertel der Partie gespielt. Und beide sind noch im Abtastmodus. Und Sancho dribbelt mit dem Ball ins Aus. Gefährlich werden. Sancho und da gibt es jetzt den ersten Abschluss. Fragezeichen. Nee, gut aufgepasst. Kabak dazwischen und hält den Ball sogar im Spiel, beziehungsweise verhindert die Ecke. Nur ein Einwurf für die Gäste. Azar sucht und sucht und sucht. Der echte Schiedsrichter hätte jetzt schon längst abgepfiffen. Götze. Dahoud. Halbe Stunde gespielt und immer noch kein Abschluss. Auf beiden Seiten nicht. Viele Tricksereien bei der Ballannahme. Wenig direktes Spiel. Und auch da wollten sie noch spielen, statt mal abzuziehen. Gott sei Dank konnten wir dazwischen gehen. Konterchance. Tiefe suchen. Wie im echten Leben. Das Pass auf Ucelap abgefangen. Bleibt dabei, beide tun sich schwer. Kutucu mit Raman. Viel Betrieb an der 16er Linie und noch kommt keiner durch. Geht schon in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Kutucu kann es ja auch aus der Distanz im echten Leben.
Muss es wieder Bujelab richten. Eckball, der erste, kurz ausgeführt. Gut zusammengespielt und immer noch kein Abschluss. Zu viel Verkehr da vorm 16er der Schwarz-Gelben. So ein bisschen wie auf der A40 vor Corona. Und der Konter jetzt für die Gäste. Und da ist der erste Abstoß, aber auch da wieder ein Schalker Bein dazwischen. Eckball für die Falschen. Und da wurde es Nübel ran. Fast ein Eigentor. Nübel ist da, Ballbesitz bei den Falschen. 45 Minuten sind gleich rum. Und wieder ist Tja dazwischen. Nachspielzeit 2 Minuten in dieser ersten Hälfte. Und das war's dann. Mit dem ersten Durchgang ohne einen einzigen Schuss aufs Tor. Ich glaube, das hat es auch selten gegeben. Jetzt schauen wir mal, ob Tim Latka was umbaut oder ob er seine Mannschaft so lässt. Nö, geht so weiter und auch bei den Gästen können wir keine Veränderungen erkennen. 0:0. Wie im echten Leben im Heimderby in der Hinrunde. Direkt vor dem Auswärtsderby wurde die Bundesliga ja wegen Corona unterbrochen. Wann auch immer wir dieses Spiel sehen werden, werden wahrscheinlich, wenn wir nicht im Stadion sein, dabei. Eckball für Schwarz-Gelb. Sie schlagen immer lang, machen keine kurze Ecke, wie Schalke das versucht. Also eher spielerisch zu lösen. Auch unsere Innenverteidigung steht gut. Jetzt die Chance auf den Konter. Gutucu nimmt Raman mit. Merja. Die Jury hält sich ein bisschen zurück. Normalerweise er unser Derby-Spezialist. In 6 Spielen gegen Schwarz-Gelb 4 Tore und 2 Assists hat er gemacht, Daniel Caligiuri. Und war der große Held beim 4:2 in der Rückrunde der letzten Saison beim Auswärtsderby mit 2 Treffern und einem Assist. Bujelab sucht die Anspielstation. Auch das dauert ziemlich lange. Miranda auf Nummer sicher, Ozan und zurück zu Miranda. Burgstaller. Ecke für Königsblau. Mal gucken, ob sie wieder kurz ausgeführt wird. Jawohl. Raman. Und jetzt wollen sie schießen. Nee, Kabak auf Nummer sicher. Nochmal von hinten aufbauen. In den übervölkerten 16er rein. Ball läuft über viele Stationen. Aber es gibt noch nicht den entscheidenden Raumgewinn, das entscheidende Dribbling, das den Durchbruch ermöglichen würde. Immerhin gibt es eine Drangphase jetzt des S04. Gegner schon länger nicht mehr an den Ball gekommen. Und prompt hat er. Merja, die suchen die Lücke im Borussenbeton. Nassim Bujelab wird natürlich
hoffen, dass Kollege Latka schon mal einen Vorsprung hinlegt. Im letzten Spiel war das nicht der Fall. Todibo war da eingesprungen für Latka und verlor mit 2:9 gegen Hannover 96. Man hat auch das 3:0 von Nassin, der alle seine drei Spiele bisher gewonnen hat, in dieser Home Challenge nichts mehr ausrichten können. Pause angemeldet vom Gegner. Und mit vielen schnellen Drehungen arbeitet, um sich zu lösen. Aufpassen. Aber auch die wollen den Ball an den Fünfer tragen, bevor sie mal abziehen. Und bisher hat Schalke immer aufgepasst. Jawohl. Schlussviertelstunde bricht an. Und Bujelab lässt den Ball liegen. Konterchance über Haaland. Und es wird eng. Und mit ein bisschen Glück haben wir das Ganze überstanden. Jetzt die Pause. Die Möglichkeit, was zu ändern. Matondo kommt für Bujelab. Arid kommt für Raman. Und McKenny für Mercan. Dreimal darf man wechseln. Und das hat jetzt Tim Latka auf einen Schlag gemacht. Nein, Mercan ist wieder drin. Serda ist draußen geblieben. Und die Schlussphase in diesem ersten virtuellen Derby der Fußballgeschichte beim Stand von 0:0. Tim Latka und seine Jungs in Blau und Weiß haben den Ball. Zum ersten Mal der lange Schlag nach vorne. Ball gewonnen. Und jetzt ist da endlich mal ein bisschen Wiese, endlich mal ein bisschen Platz. Und jetzt muss das Zuspiel kommen, das Dribbling erst gewonnen werden. Und wieder ist alles sehr, sehr dicht. Kutucu. Und dann war es abseits. Die Viererkette immer in der eigenen Box bei den Gästen. Und davor noch eine andere Viererkette, um es ganz, ganz eng zu machen. Für Tim Latka, für Blau und Weiß. 83. Minute läuft. Und wieder sind wir in Unterzahl im 16er. Mehr als eine Ecke ist da nicht drin. Matondo mit Burgstaller. Caligiuri ist noch mit dabei. Schneller Doppelpass, kein Raumgewinn, ist zu eng da. Der Ball ist weg, die Konterchance für die Falschen. Oh, es sind schon im Tempo raus. Es sieht so aus, als ob ihm das 0:0 reichen würde. Nur Beton angemischt. In der gesamten zweiten Halbzeit kaum nach vorne gespielt. Nicht, dass da ganz zum Ende noch was schief geht. Und wieder ein Schalker Bein dazwischen. Wie bei 3-4 Versuchen bereits von Schwarzke. Nachspielzeit läuft. Auch in der zweiten Halbzeit 2 Minuten. Wieder lang geschlagen, Nübel mit einer Faust. Ball bleibt bei Schwarz-Gelb. Puh, die Chance für Haaland mit dem Schlusspfiff vergeben. Es bleibt beim 0:0, noch kein Tor. Und die Möglichkeit für Nassim Bujelab jetzt gleich gegen Ashraf Hakimi das Ding für Schalke zu gewinnen. Und da sind wir mit Spiel 2 heute von der Home Challenge. Das erste Spiel 0:0 zwischen Tim Latka, dem Schalker FIFA-Profi, und dem Newcomer Eldin Todorovac. Auch der geht in Richtung Profi, war Rookie-Cup-Gewinner in Österreich. Als Rapid-Fan ist er da aufgelaufen.
Jetzt war er also für die Schwarz-Gelben am Ball und jetzt sind wir bei den Profis. Es spielt Nassim Boudjelab gegen Achraf Hakimi, in Madrid geborener Spanier mit marokkanischen Wurzeln, der von Real Madrid an den BVB ausgeliehen ist. Und Nassim Boudjelab, ja, das ist unser Mann an der Konsole, unser Mann am Controller. 3 Spiele bisher gespielt, alle 3 gewonnen. 3:1 gegen St. Pauli, gegen Marvin Knoll. 2-mal mit sich selbst getroffen beim 3:1 und dann 3:0 gegen Lino Kasten, den 19-jährigen Torwart von Wolfsburg. Auch da hat er mit sich selbst getroffen, Nassim. Geschickt. Plus ein Tor Raman, ein Tor Burgstaller. Und das sind die 3 Torschützen, die wir bisher hatten. Bei Nassim, denn der hat auch gegen Hannovers Julian Korb mit 3:0 gewonnen. Da trafen 2-mal Burgstaller und 1-mal Raman. Das sind also seine Stärken. Und wir hoffen jetzt, dass er in dem virtuellen Westfalenstadion da weitermacht, wo unsere Mannschaft in den letzten Jahren aufgehört hat. Ich muss nur die Zahlen sagen. 4:4 und 4:2. Da sind wir mal sehr, sehr gespannt, ob Nassim das auch im virtuellen Raum fortführen kann. Das ist ja eine Riesenserie, die wir da haben in diesem Jahrtausend. Also vom Jahr 2000 bis 2019 gab es 20 Spiele in der Bundesliga an dieser Stätte. Davon hat der BVB nur 4 gewonnen. Das heißt, 16 Mal sind die schwarz-gelben Fans enttäuscht bis verzweifelt nach Hause gegangen. 8-mal haben wir gewonnen. Und dazu gab es noch 8 Unentschieden an dieser Stelle. Und das 4:4 war ja eigentlich auch ein Sieg. Mats Hummels spielt mit Dan-Axel Zagadou in der Abwehr. Axel Witzel steht im Zusammenspiel mit Emre Can. Und wir schauen mal auf die Aufstellung. Schalke im Angriff mit der Chance und dem Tor. Und Boudjelab macht selbst. Bürki hat da noch zum Linienrichter geguckt, zum Assistenten, wollte abseits gesehen haben, aber es ist die Führung und das hatten wir uns alle so erhofft, dass Nassim Boudjelab gleich zeigt, wo der Hammer hängt. Hakimi hat auch schon gespielt im Rahmen dieser Home Challenge, hat auch da seine Spiele gewonnen, also die Favoritenrolle vielleicht ein bisschen bei uns, weil Boudjelab alle Spiele klar gewonnen hat. Jetzt wird es gefährlich. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Weg ist der Ball. Boudjelab nimmt Mercan mit. Caligiuri wieder auf Mercan. Kabak auf Miranda. Ähnliche Aufstellung also wie bei Tim Latka. Guido Burgstaller. Guter Pass in die Tiefe. Nächste Torchance, Fragezeichen. Nee, nur eine Ecke. Ball draußen gibt Ecke. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. 8.000 bis 10.000 sind es ja immer. Die der S04 mitbringt in die verbotene Stadt. Kopfballchance. Guter Abschluss Nummer 2 für den S04. Salif Sané mit dem Kopfball. Hat ja auch beim 4:2 nach einer Ecke getroffen. Draußen auf dem Flügel. In der letzten Rückrunde. Achraf Hakimi. Hakimi bleibt hängen an Sané. Kommt der Chance. Suat Serdar. Kutucu. Ah, das könnte was werden jetzt. Über außen nimmt Boudjelab mit. Der schickt ihn wieder. Kutucu mit der Chance zum zweiten. Und drehen das Ding. Jawohl. 20. Minute. 2:0 Führung. Und Nassim zeigt uns das ganz breite Grinsen. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Ab neben den Pfosten und zwar auf der richtigen Seite. Keine Chance für Bürki. Und das erste Mal, dass Nassim Tor schießt, wo der Torschütze nicht Raman, Burgstaller oder Boudjelab heißt. Wird sich der echte Ahmed auch freuen. Boudjelab. Auf dem Außen Burgstaller. Ein bisschen verspielt, aber die Chance nochmal für Boudjelab und 3:0. Erst 23 Minuten gespielt.
Und es sieht so aus, als ob er ihn auseinander nimmt. Aber wir haben auch bei FIFA 20 schon Spielverläufe gesehen, in denen es erst in die eine Richtung und dann in die andere ging. Also, noch nicht frohlocken. Aber Hakimi dürfte schon mal ein bisschen an seinem Controller nagen. Emre Can. Can auf Reus. Der Ball war leider gut auf Hakimi, aber Kabak lässt ihn nicht vorbei. Und bei Schalke läuft der Ball gut nach vorne. Ballverlust. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen auf Zeit spielen, hintenrum, aber das ist nicht die Sache von Nassim Boudjelab. Der will immer nach vorne Chancen rausarbeiten, Tore schießen. Und wenn das so gut klappt wie im ersten Viertel dieses Spiels, warum nicht noch mehr davon? Sie suchen die Lücke. Emre Can. Gefährlich. Ball ist weg, aber am Ende ist immer einer von uns dazwischen und genau so soll es sein. Raman Ball im Ausklatsch, mit der Möglichkeit gegen aufgerückte Dortmunder was zu machen. Suat Serda. Außen wäre Raman frei gewesen, aber in der Mitte geht auch was mit Burgstaller. Burgstaller, klasse eingesetzt, super gespielt, uneigennützig der Burgi. Und wieder macht es Nassim, dritter Treffer schon. Stellt euch das im echten Leben vor. Der Traum überhaupt für Nassim Boudjelab. 33 Minuten ist rum und es steht 0-4. Und ihr alle erinnert euch an das Ergebnis aus dem Jahr 2000. Mit Ebbe Sand und Co. Einer der größten Momente, die wir in diesem Stadion erlebt haben. Aber es waren viele schöne dabei. Nicht nur die letzten beiden. Bis zum Strafraum geht es ja. Im Strafraum war bisher noch nichts. Das bleibt hoffentlich auch dabei. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Stark geklärt. Jetzt sauber rausspielen, sicher rausspielen und dann da die Attacke Spiel, überlegen. Gute Aktion jetzt. Suat Serda. Serda. Mercan Richtung Raman, der könnte abziehen, dribbelt nochmal. Und die einfachen will er nicht. Er will sich schön bis an den Fünfer durchspielen, um ihn dann ins leere Tor zu schieben. Das ist natürlich die ganz hohe Weihe. Gut und Schuh. Guido Burgstaller. Burgstaller. Und es geht auch nicht jeder rein. Bürki dazwischen hält den ersten in der 44. Minute. Das war keine schlechte Tat. Aber halt was fest, es läuft perfekt für Nassim Boudjelab. Außer, dass ihm gerade die Kamera verrutscht. Sauber. So haben wir dich wieder voll im Blick. Wir wollen dich noch ein paar Mal so grinsen sehen, Nassim. Keine Umstellung, warum soll er auch? Funktioniert ja alles ganz wunderbar. 4-0 der Zwischenstand. Gleich sind wir in der Pause. Vorher mit der ein oder anderen Minute Nachspielzeit. Vielleicht noch die Gelegenheit zu einem Angriff auf beiden Seiten. Nassim Boudjelab hat in dieser Saison schon mal in Dortmund gewonnen. Wie geht das, fragt ihr euch? Wir hatten noch gar kein Auswärtsspiel. Ja, nicht mit den Profis, aber mit der U23. Ja, da gab es ein 5-1 in der Regionalliga West bei den Schwarz-Gelben. Torschütze unter anderem natürlich Nassim Boudjelab. Und jetzt macht er einfach weiter, wo sie da aufgehört haben. Noch sind wir nicht beim 5-1, sondern beim 4-0. Und die Ecke wurde dann mal abgefangen. Aber Stichwort abgefangen, das können wir schon lange. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Zwei Minuten Nachspielzeit. Die Gelegenheit noch einen zu machen. Ne, diesmal ist Witzel dazwischen. Und Schalke muss sich nach hinten orientieren. Die Null in die Pause bringen. Das ist jetzt das Ding. Miranda mit dem Ballgewinn.
nochmal hinten rumspielen. Und das war's. Erste Halbzeit perfekt gelaufen für Nassim Boudjelab. 5 Schüsse, 4 davon waren drin, teilweise wunderbar herauskombiniert. Und Nassim führt mit 4:0 und der S04 im Gesamtstand dann auch nach dem 0:0 von Tim Latka, für die, die später eingeschaltet haben, im Duell der FIFA-Experten und Profis Latka gegen Todorovac gab es ein 0:0, weil die Borussen Beton angemischt haben ohne Ende und Latka das Loch nicht gefunden hat. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Aber Hälfte Nassim Boudjelab dafür schon 4-mal jubeln durfte. 3-mal Boudjelab und 1-mal Kutucu, die Torschützen in dieser wunderbaren ersten Hälfte. Aber ja, man darf sich nicht ausruhen auf diesem Ding. A, wissen wir, dass ein 4:0 in diesem Stadion, aber das waren ja die anderen. Dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, Guerrero. Dass es ausgeglichen dazu geht. Ja, aber so Sancho, es gibt manchmal diese Spiele, gut abgefangen. Da gelingt einem Team alles, dem anderen nix. Das ist heute so. Und Raman, gut gesehen. Da wird's gefährlich. Boudjelab, da ist rechts Platz für Kutucu. Mit dem Backdrop und dann Burgstaller. Noch die Chance und das Tor! 5:0! Jetzt sieht es verflixt so aus, als ob da nur noch wenig anbrennen könnte. Und Burgi trifft. Sein 4. Treffer bei Nassim Boudjelab. Im 4. Spiel bei der Home Challenge. Wer noch nicht getroffen hat, heute ist Raman. Der hat sonst in jedem Spiel ein Tor gemacht. Dafür heute aber Kutucu wieder am Ball. Burgstaller. Klasse Einsatz für Boudjelab. In der Mitte wieder Burgstaller. Boudjelab hat aber auch Platz. Dribbling 1, Dribbling 2. Rüber, nee. Ballverlust. Da war es da ein bisschen zu kompliziert. Aber wann kannst du mal was versuchen, wenn nicht beim Stand von 5:0? Emre Can. Trotzdem für Leichtsinn. Super Aktion. Kein Grund. Aber da hinten stehen wir mit Sané und Kabak. Einfach perfekt. Haben uns ja lang genug gefehlt im echten Leben. Burgstaller mit einem schönen Ding. Und das 6. Und jetzt ist es durch, oder? Und da ist wieder das Grinsen von Nassim. 6:0. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Dass Hakimi, der noch nicht eine Torchance hatte. Nassim auch in der U17 und U19 mit positiver Bilanz gegen die Nachbarn. Hat sich natürlich erinnert vorher an die Spiele, die auch immer von großer Emotion geprägt waren. Einmal ein schönes Freistoßtor gemacht, einmal das Siegtor im Westfalenpokal. Und jetzt auf dem Weg zum 7. Burgstaller, was für ein Trick und das Tor. Burgstaller zum 7:0. Eine Demütigung für den BVB und Ashraf Hakimi. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. 7:0, das wäre nicht der höchste Sieg gegen den BVB im Vergleich zur echten Welt, da ist der höchste ein 10:0. Spielt rüber zur anderen Seite. Aber das war noch zu Zeppel und Kuzoras Zeiten. Hummels. Jetzt Witzel. Emre Can. In der jungen Vergangenheit war es das 4:0, von dem wir schon gesprochen haben. Sie und mal 5:2 zu Hause die höchsten Siege für den S04. Piszczek. 20 Minuten noch. Jetzt Marco Reus. Emre Can. Und der versucht, den Ehrentreffer zu erzielen. Und immer ist einer dazwischen. Sehr, sehr aufmerksam in der eigenen Box. Nassim Boudjelab. Der kann also nicht nur angreifen und Tore schießen. Der kann auch gut verteidigen. Burgstaller.
guter Vorstoß. Kann was werden. Und da ist der Ball wieder weg. Nicht so schlimm, wenn mal einer nicht ankommt. Wir haben den Ball ja bald wieder. Diesmal gewonnen von Miranda über Mercan. Und Kutucu kann er sich durchsetzen. Ne, da war ein kleiner Haker drin. Hummels auf Guerrero. Beim Stand von 0-7. Stellt euch das im echten Leben vor. Ein Oberfeiertag. Haaland bleibt hängen. Konterchance für den S04 und Nassi Bujelab auf Kutucu. Mit der Hacke rüber und diesmal ist Zagadou dazwischen. Kann ja auch nicht jeder drin sein. Bujelab, 4 Treffer von den 7 hat er gemacht. Wie Weiland Klaus Fischer beim 7-0 in München. Auch vierfacher Torschütze. Dazu hier und heute zweimal Burgstaller und einmal Kutucu. Birki tut, was er kann. Ecke kommt kurz. Die Ecke ist verspielt und wir nähern uns der Schlussphase. Wir nähern uns dem Abpfiff. Ich weiß nicht, wie wichtig es einem offensiven Mittelfeldspieler wie Nassim Bujelab ist, die Null zu behalten. Aber ich glaube, der geht eher noch auf das Achte, als das Ding jetzt zu sichern. Emre Can, Hazard und Reus. Den Zweikampf führt der Gute. Fest steht, Nassim gewinnt auch die 0-4. Partie, die er spielt bei der Home Challenge. Alles sauber, niedrigster Sieg, 3-1, zweimal 3-0, jetzt 7-0. Und noch Rot für Zagadou, so ähnlich wie beim 4-2. Verlieren sie die Nerven, da waren es Reus und Wolf, die vom Platz flogen innerhalb von wenigen Minuten. Und das Schönste war, wie Caligiuri da auch noch den Freistoß nach der roten Karte für Reus zum 3-1 versenkte. Und Bujelab geht einem ungefährdeten Sieg entgegen und kann sich überlegen, wenn er in vielen, vielen Jahren nicht mehr auf dem echten grünen Rasen unterwegs sein will, ist vielleicht in der E-Sports-Abteilung von Schalke noch Platz für ihn, so stark wie der Junge sich hier präsentiert. Nicht nur heute, aber heute ist natürlich der absolute Höhepunkt. In den Kommentaren haben wir es vor dem Spiel oft gelesen. Mach uns stolz. Und er macht uns stolz mit dem 8-0. Burgstaller zum dritten. Schade, dass es gleich vorbei ist. Das war's. 8-0 für den S04 und im Gesamtergebnis macht das auch ein 8-0, weil das erste Spiel zwischen Latka und Todorovac mit 0-0 endete. Der S04 gewinnt das erste virtuelle Derby in Hin- und Rückspiel mit Tim Latka und Nassim. Ich mache 8 Stück in Dortmund. Bujelab. Dankeschön und Glück auf.